Ein Job als Babysitter? Puh, ob das zu mir passt? Ach, ich rufe da einfach mal an. Hallo? Hoffentlich rufen Sie wegen des Jobs an. Ich kenne Ihre Nummer nämlich nicht. Hallo. Ich habe gerade gesehen, dass Sie jemanden suchen zum Babysitten. Ich würde mich gern vorstellen und hätte heute Abend auch Zeit. Gott sei Dank. Ich hatte schon gedacht, dass ich einen Kinoabend mit meiner Frau absagen muss. Sie wissen, dass Sie auf zwei Babys aufpassen müssen? Bisher hat sich keiner gemeldet. Deswegen würde ich sagen, dass Sie heute einfach vorbeikommen und einen Probetag starten. Klingt sehr gut, Sir. Die Adresse schicke ich Ihnen über WhatsApp. Wir treffen uns in der Lobby um 6:45 und besprechen den Rest, ja? Oh, wow. Ja, natürlich. Vielen, vielen Dank, Sir. Ja, ich hab den Job. Endlich geht's bergauf im Leben. Ich muss mich von meiner besten Seite zeigen. Jetzt kann ich endlich Geld verdienen, um mit YouTube anzufangen. Wie cool. Einige Babysitter werden seit mehreren Tagen vermisst. Sei bitte vorsichtig. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, Lea, bleib cool. Du weißt, ich bin der beste Babysitter auf der Welt. Und naja, die Babys sind ja nur 2 Jahre alt, also kein Problem. Aber Danny, du solltest heute zu mir kommen. Hä? Lea? Ah, verdammtes Telefon. Ich kaufe mir morgen einfach ein neues. Was ist hier denn los? Emily, du solltest schlafen. Na, komm mal her auf meinen Arm. Du sollst schlafen. Elias und ich müssen heute noch essen, bevor er ins Bett geht. Und dein Vater hat mir erzählt, dass du eigentlich schon schlafen sollst. Wie bist du eigentlich aus dem Bett gekommen und hast die Tür aufgemacht? Ach, ist ja auch egal. Schlaf gut. Hä? Was war das? Was ist hier gerade kaputt gegangen, Mann? Ich hab Angst. Elias, Bro, was ist hier denn passiert? Hast du Hunger, kleiner Mann? Komm mal her. Ich mache erstmal die Tür zu. Willst du eine Flasche haben zu trinken? Na komm her. Meine Schwester hat mir erzählt, dass eine Menge Babysitter vermisst werden. Aber weißt du was? Ich krieg wahrscheinlich bald mehr Jobs. Klingt das nicht gut? Aber vielleicht bin ich da nicht mehr dein Babysitter, Bro. Elias, ist alles gut bei dir? Oh mein Gott. Bist du krank? Was war das? Hier, Bro, du musst deine Flasche noch trinken. Oh nee, ne? Jetzt muss ich auch noch deine Windel wechseln. Boah, Bruder, das stinkt. Warte kurz, ich hol dir mal deine Windel. Elias, wo bist du denn jetzt? Kleiner Mann, wo bist du? Bist du hier? Yo, hier stimmt doch irgendwas nicht. Deine Eltern haben mir erzählt, dass du kein normales Baby bist, aber Digga, das wird langsam gruselig. Boah, Bro, ist das dein Ernst? Was hast du gegessen, den Elefanten? Oh, ich hasse diesen Teil von meinem Job. Alles klar, alles perfekt. Du hast gegessen und jetzt geht's ins Bett. Oh, guck mal, kleiner Mann. Emily sieht so süß aus, wenn sie schläft. Weh, du schläfst jetzt auch nicht. Bitte, Bro, ich hatte echt einen harten Tag und will einfach nur auf dem Sofa chillen, okay? Gott sei Dank. Ich wollte noch die Videos von Denomi schauen, weil ich welche verpasst habe. Hä? Was zum... Och nö, wo sind denn die Babys hin? Alter, ich war doch gerade mal 5 Sekunden draußen. Wie ist denn das möglich? Wo sind die hin? Und wo ist deine Schwester? Du machst einen Witz, oder? Du willst mir erzählen, dass sie jetzt in diesem Bild drin ist? Oh nein, wie kriegen wir sie da denn jetzt raus? Wie kriegen wir Emily jetzt hier raus? Ich glaube, ich rufe deinen Cousin Harry Potter an. Yo, Bro, was geht ab? Yo, Bro, ich babysitte gerade Elias und Emily und die vermissen Harry ein bisschen. Kann der vorbeikommen? Sie sehen so traurig aus. Yo, wir haben 11 Uhr, Bruder. Können wir das morgen klären? Yo, Bro, hör zu! Ich verliere meinen Job, wenn diese Babys unglücklich sind! Beweg deinen Arsch und bring Harry vorbei, Mann! Yo, Bro, chill! Ich bin auf dem Weg, Mann, ich komm! Harry, wir brauchen deine Hilfe. Emily ist irgendwie diesem Bild und ich weiß nicht, wie sie es gemacht hat. Du bist das einzige Baby, was zaubern kann, also mach irgendwas. Okay, it's Hayfice. Yo, Digga, what the? Abracadabra! Es funktioniert! Das funktioniert wirklich! Ziegenarsch und einmal schwarzer Kater! Das war easy. Du hast es geschafft, Harry. Ich danke dir so, so sehr. Oh.
Bist du hungrig? Ich werde deine Milch holen, nachdem ich Elias ins Bett gebracht habe, okay? Du kannst heute bei Mama im Bett schlafen. Kleiner Mann, du musst heute in deinem Bett bleiben, okay? Keine Geräusche, keine öffnenden Türen, keine Geschichten, Gute Nachtgeschichten, okay, gute Nachtgeschichten. 12 Sekunden später. Es war einmal ein Babysitter. Er wollte einen Job und bekam einen. Viele Babysitter sind vorher verschwunden. Es wurde gesagt, dass wenn ein ganz besonderes Baby gebabysittet wurde, dass der Babysitter nach ein paar Tagen verschwunden ist. Aber das hat ihn nicht weiter interessiert. Oh, der schläft schon. Perfekt, dann mache ich Emily jetzt mal was zu essen. Emily, wie bist du ins Bild gekommen? Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht. Bitte nicht nochmal, okay? Zum Glück heißt dein Cousin Harry Potter, was? Du, ich mag dich viel mehr als Elias, weil du überhaupt kein gruseliges Baby bist. Dein Bruder ist manchmal richtig gruselig. Manchmal habe ich solche Angst, dass ich mir denke, okay, ich will einfach abhauen, aber naja, ich brauche das Geld halt und den Job. Hä? War da was? Jo, was geht denn hier ab? Emily, ruhig bleiben, ich check mal da oben, was da los ist. Siehst du, das meine ich. Elias verursacht immer nur Ärger, habe ich das Gefühl. Alter, was ist denn das hier schon wieder? In meiner Stellenbeschreibung stand nicht, dass ihr auf dämonische Kinder aufpassen sollen. Mann! Ach, Digga, warum habe ich immer so ein Pech? Okay, ganz ruhig. Ich gehe da jetzt rein. Scheiße! Digga, was geht denn hier? Elias? Mein Lieber, ich habe das Gefühl, dass du dafür nichts kannst. Was ist denn bloß los hier? Wir beide gehen jetzt runter zu Emily und müssen Harry Potter herholen. Er scheint mächtig zu sein und dann klären wir das hier mal. Sorry, dass ich dich nochmal nerven muss, Harry, aber mit Elias stimmt hier anscheinend irgendwas nicht. Der Junge sah gerade aus wie meine Ex-Freundin, wenn sie sauer ist. Noch schlimmer, wie ein Dämon. Kennst du die Vorgeschichte nicht? Die sollte man dir erzählt haben, Denno. Vorgeschichte? Was meinst du damit? Vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten hat Elias ein neues Spielzeug bekommen. Er spielte mit seiner Schwester und hatte viel Spaß. Doch nach einiger Zeit veränderte sich Elias und wurde immer aggressiver. Er fing an, bei kleinen Dingen auszurasten und seine Schwester anzuschreien. Haben seine Eltern denn nichts gemerkt, Mann? Das muss doch aufgefallen sein, dass er plötzlich so wütend geworden ist. Lass mich doch erstmal zu Ende erzählen, Bro. Also. Elias ist angeblich nachts aufgewacht, weil sein Spielzeug mit ihm geredet haben soll. Es ist unklar, was hier gesagt wurde, aber es scheint so, als wohne ein Dämon in diesem Spielzeug. Elias konnte irgendwie mit ihm kommunizieren. Es hat ihn dazu verleitet, immer etwas Böses zu tun, wenn die Eltern verschwanden. Oha, hat er was mit den verschwundenen Babysittern zu tun oder was? Yo, Bro, hast du die Babysitter verschwinden lassen? So einfach ist das nicht. Ich erkläre zu Ende. Nachdem klar war, dass Elias für das Verschwinden der Babysitter verantwortlich war, sind seine Eltern verschwunden. Die Eltern haben sie einfach alleine gelassen und dich angerufen. Das ist nun knapp 12 Stunden her. Nun bist du hier. Nein! Das ist nicht dein Ernst, Digga! Du verarschst mich, oder? Leider nicht. Es tut mir leid. Aber sie meinten, dass sie in 3 Tagen wieder hier sind. Das kann doch nicht sein. Bitte sag mir, dass die Eltern wiederkommen. Elias hat mir erzählt, dass ihre Großmutter in 3 Tagen kommen soll. Gott sei Dank. Ihre Großmutter? Wie erreiche ich sie? Gibt's einen Namen? Ich rufe die Oma sofort an. Die soll hierher kommen, Mann. Sie ist schwer zu erreichen. Die Großmutter ruht in einem Wald ohne Telefon. Oh, Mann. Und du bist dir sicher, dass die hier in 3 Tagen auftaucht? So hat es Elias mir erzählt. Elias, stimmt das? Harry Bro, danke, echt.
Du bist der Beste. Ohne dich hätte ich hier schon lange Riesenärger. Kein Problem, denn all. Ich mach wieder mal wieder aus dem Staub. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Du weißt, ich bin dir auf ewig was schuldig. Mach's gut, Bro. Also gut, jetzt geht's aber wirklich ins Bett mit euch beiden. Bitte macht keinen Ärger und schlaft jetzt erstmal durch. Das Doktorspielzeug nehme ich dann erstmal an mich, damit wir heute Nacht mal ein bisschen Ruhe im Karton haben. So, jetzt rufe ich erstmal den Vater an und dann kann der was erleben. Hallo? Yo, Mann, sofort nach Hause kommen! Nein, dummes Handy. Junge, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Oh, ich muss mich hinlegen. Ich krieg Kopfschmerzen. Die Oma. Wer ist sie? Und wie kann ich sie erreichen? Wer ist diese Oma? Hey, du! Weißt du etwas? Ein Job als Babysitter? Puh, ob das zu mir passt? Digga, allein das Model hier, mich als Model zu machen, ich habe das Foto auf Kreta gemacht, von mir in Hauslatschen und mein Modellierer und so, der das alles gemacht hat, der hat mich dann halt auch in diese Hauslatschen reingepackt. Das war eigentlich nicht so geplant und auch dieses blaue T-Shirt war nicht so unbedingt geplant. Ich wollte eigentlich eher ein weißes haben, so wie hier, weil ich das cooler finde. Aber jetzt gefällt mir das irgendwie schon so ein bisschen. Ja, da, alleine das hier, nur dieser Charakter, 15 bis 20 Stunden circa. Ach, ich rufe da einfach mal an. Hallo? Hoffentlich rufen Sie wegen des Jobs an. Ich kenne Ihre Nummer nämlich nicht. Ah, ja, hallo. Ich habe gerade gesehen, dass Sie jemanden suchen zum Babysitten. Ich würde mich gern vorstellen und hätte heute Abend auch Zeit. Gott sei Dank. Diese Szene hier wurde nicht gezeigt im Internet. Das war so eine Szene zum Beispiel. Es gibt noch ein paar mehr Szenen in dem Film. Ich habe ja viele Shorts hochgeladen. Und das hier zum Beispiel, das ist so dieses Intro. Das wurde nicht als Shorts ausgestrahlt. Ich hatte schon gedacht, dass ich einen Kinoabend mit meiner Frau absagen muss. Sie wissen, dass Sie auf zwei Babys aufpassen müssen? Bisher hat sich keiner gemeldet. Deswegen würde ich sagen, dass Sie heute einfach vorbeikommen und einen Probetag starten. Klingt sehr gut, Sir. Die Adresse schicke ich Ihnen über WhatsApp. Wir treffen uns in der Lobby um 6:45 und besprechen den Rest, ja? Oh, wow. Ja, natürlich. Vielen, vielen Dank, Sir. Ja, ich hab den Job. Endlich geht's bergauf im Leben. Ich muss mich von meiner besten Seite zeigen. Jetzt kann ich endlich Geld verdienen, um mit YouTube anzufangen. Ich wollte so ein bisschen referenzieren immer auf mein YouTuber-Leben, weil ich ja halt damals auch gehustelt habe, um halt YouTube zu finanzieren, so mein PC gekauft habe und alles. Und das soll so auch so ein bisschen da rein, ne? Und wir haben natürlich auch darauf geachtet, dass diese gesamte Produktion hier möglichst Kinder sehen können. Also Erwachsene können das hier sich auch einziehen. Ich gucke ja auch SpongeBob oder so ab und zu mal. Mein Skript wird auf Deutsch geschrieben. Mittlerweile, wir haben ja auch angefangen, Englisch zu produzieren, aber das lief halt leider nicht so gut. Wir haben das Skript auf Englisch, auf Deutsch gemacht. Da muss es auf Englisch übersetzt werden und dann muss es jemand in den Philippinen, in den Philippinen, Leute, muss das wieder in seine eigene Sprache übersetzen oder zumindest verstehen und dann die Gestik dazu machen. Wie crazy ist das? Wie cool. Einige Babysitter werden seit mehreren Tagen vermisst. Weiß jemand, was das für eine Stimme ist, die da gerade mit mir telefoniert? Sei bitte vorsichtig. Ich habe ein schlechtes Gefühl. Ach, Lea, bleib cool. Du weißt, ich bin der beste Babysitter auf der Welt. Und naja, die Babys sind ja nur 2 Jahre alt, also kein Problem. Da schreibt schon jemand auf TikTok, Schwester, meine Schwester, ja, also die Insider, die OGs wissen es natürlich, das ist meine Schwester, Leute, die heißt Lea. Ich habe sie gefragt, ich so, ey, kannst du mich ein bisschen kurz das einsprechen hier für Telefon und so, ja, ja. Danny, du solltest heute zu mir kommen. Hä? Lea? Ah, verdammtes Telefon, ich kaufe mir morgen einfach ein neues. Was ist hier denn los? Das Emily, fand ich so gut mit den schlafen. Augen. Na, komm mal hier auf meinen Arm. Du sollst schlafen. Elias und ich müssen heute noch essen, bevor er ins Bett geht. Und dein Vater hat mir erzählt, dass du eigentlich schon schlafen sollst. Hier sieht man zum Beispiel auch, manchmal ist nur noch so ein bisschen die Bewegung
ja, wie soll ich sagen, finde ich so statisch. Manchmal, wenn ich das Baby jetzt so im Arm habe oder so, dann bewegen sich die Arme nicht so richtig. Das ist natürlich unglaublich schwer, das alles zu animieren. Da sieht man so, wenn man mit einem geschulten Auge guckt, dass es halt eine Amateurproduktion ist. Aber die meisten Leute nehmen das halt gar nicht so richtig wahr, ne? Weil das sind halt Sachen, da guckst du nur drauf, wenn du so einen Film produzierst. Aber wenn ihr jetzt halt gleich weiterschaut, werdet ihr sehen, was ich meine. Wie bist du eigentlich aus dem Bett gekommen und hast die Tür aufgemacht? Ach, ist ja auch egal. Schlaf gut. Ha, was war das? Es ist fast kaputt gegangen. Was ist hier gerade kaputt gegangen, Mann? Ich hab Angst. Elias, Bro, was ist hier denn passiert? Hast du Hunger, kleiner Mann? Komm mal her. Yo, eins im Chat, wer jetzt gedacht hat, da passiert gleich eine Horrorszene, weil er das schon so sitzt und alles ist kaputt gegangen. Ich hab das extra so gemacht, dass wenn man das sieht, dass die Leute gleich so denken, so scheiße, da passiert gleich was richtig Krasses. Aber Leute, ich möchte Spannung aufbauen, weil ich denke ja immer schon mal ein bisschen weiter und ich habe so gedacht, okay, wenn du jetzt eine Serie daraus machst, dann musst du aufpassen, dass du es nicht übertreibst. Dann habe ich gesagt, okay, Digga, ich übertreibe jetzt nicht komplett, wir machen ganz entspannt. Mach erstmal die Tür zu. Willst du eine Flasche haben zu trinken? Na komm her. Meine Schwester hat mir erzählt, dass eine Menge Babysitter vermisst werden. Aber weißt du was? Ich krieg wahrscheinlich bald mehr Jobs. Klingt das nicht gut? Ja, hier ist ein offensichtlicher Fehler passiert. Da gab es Probleme mit der Belichtung. Also da scheint sozusagen das Licht auf die Wand und dann haben wir diese blöden Effekte hier bekommen. Das sollen eigentlich Reflexionen sein. Die musste man aber eigentlich, müsste man die Reflexion ein bisschen noch mehr wegmachen. Aber das hat nicht so gut funktioniert. Beim Rennen ist hier was schiefgelaufen. Das passiert halt, ne? Gut. Aber vielleicht bin ich da nicht mehr dein Babysitter, Bro. Oh oh. Oh oh. Elias, ist alles gut bei dir? Oh mein Gott. Bist du krank? Was war das? Hier, Bro, du musst deine Flasche noch trinken. Oh nee, ne? Jetzt muss ich auch noch deine Windel wechseln. Das hier mit den Fliegen wusste ich gar nicht. Das hat mein Cutter, glaube ich, nochmal nachträglich irgendwie reingemacht. Das ist so lustig. Oder das stinkt. Warte kurz, ich hol dir mal deine Windel. Elias? Wo bist du denn jetzt? Weg. Kleiner Mann, wo bist du? Bist du hier? Hauptsache, ich suche ein Baby im Klo, ne? Jo, hier stimmt doch irgendwas nicht. Deine Eltern? Ihr kennt ja das Originalspiel. Und ich habe natürlich probiert, mich so ein bisschen als Originalspiel zu richten, wisst ihr? Und das Originalspiel geht zum Glück echt super lang und wird jetzt halt noch länger mit den neuen Updates und so. Und ich möchte natürlich mich so ein bisschen danach richten, das Originalspiel und so. Aber ich wollte halt auch gleichzeitig zum Beispiel den Harry Potter mit einbauen. Das war mir wichtig, weil ihr kennt ja Harry Potter, der hat bei mir halt einfach nur mal auch so eine große Rolle bekommen. Und ich habe mir gedacht, ey, wenn wir eh schon eine Serie machen, scheiß drauf, müssen wir nicht genauso machen wie so Baby in Yellow, dann können wir da auch andere Charaktere mit reinpacken. Eltern haben mir erzählt, dass du kein normales Baby bist, aber Digga, das wird langsam gruselig. Boah, Bro, ist das dein Ernst? Was hast du gegessen, den Elefanten? Oh, ich hasse diesen Teil von meinem Job. Alles klar. So, wie er da gerade gehangen hat, ne? Ist perfekt. Du hast gegessen und jetzt geht's ins Bett. Oh, guck mal, kleiner Mann. Emily sieht so süß aus, wenn sie schläft. Juli, danke schön für den T2. Ich auch nicht. Bitte, Bro, ich hatte echt einen harten Tag und will einfach nur auf dem Sofa chillen, okay? Gott sei Dank. Ich wollte noch die Videos von Denomi schauen, weil ich welche verpasst habe. Hä? Was zum... Was ist hier passiert? Mein Animator hat mir geschrieben, Bruder, ich habe reingeschissen. Ich habe die Laufanimationen verkackt. Ich zeig sie euch nochmal, falls ihr die nicht gesehen habt. Denomi schauen, weil ich welche verpasst habe. Er hat die Laufanimation geisteskrank verkackt. Diggi, und ich hab mir das reingezogen. Und ich hab zu ihm gesagt, ich so, Alter, was hast du da denn gemacht? Digga, was ist denn das? Da läuft doch keiner. Bro, was ist das denn? Und da habe ich zu ihm gesagt, ich so, weißt du was? Wir lassen das drin, weil das richtig witzig ist. Mach das nicht nochmal neu, lass das einfach drin. Und er so, ja, Digga, okay. Und dann ist halt das dabei rausgekommen. So dumm, das sieht aus, als würde ich gerade einen Moonwalk machen, weißt du, wie ich meine? Digga, diesen Michael Jackson. Ey, zu krass. Och, nö, wo sind denn die Babys hin? Alter, ich war doch gerade mal 5 Sekunden draußen. Und wie jetzt ist auch das möglich? Wo sind die hin? Habt ihr es gesehen mit den Augen gerade? Und wo ist deine Schwester? Du machst einen Witz, oder? Du willst mir erzählen, dass sie jetzt in diesem Bild drin ist?
Oh nein, wie kriegen wir sie da denn jetzt raus? Das Bild, das sieht nachher auch anders aus, ne? Das war auch eine geile Story, das hat mein Cutter sehr gut hingekriegt. Wie kriegen wir Abby jetzt hier raus? Ich glaube, ich rufe deinen Cousin Harry Potter an. Yo, Bro, was geht ab? Yo, Bro, ich babysitte gerade Elias und Emily und die vermissen Harry ein bisschen. Kann der vorbeikommen? Sie sehen so traurig aus. Yo, wir haben 11 Uhr, Bruder. Können wir das morgen klären? Yo, Bro, hör zu! Ich verliere meinen Job, wenn diese Babys unglücklich sind! Beweg deinen Arsch und bring Harry vorbei, Mann! Ist ja so! Oh, chill! Ich bin auf dem Weg, Mann, ich komm! Harry, wir brauchen deine Hilfe. Emily ist irgendwie diesem Bild und ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. Du bist das einzige Baby, was... Hier natürlich, Leute, auch mal kurz ein kleines Wörtchen zu Harry. Bei Harry Potter, da haben wir natürlich die Narbe, Digga. Die war auch ganz wichtig, Leute. Dass er reden kann, wollten wir auch machen. Ich habe erst überlegt, weil er ein Baby ist, streng genommen, dass er halt nicht redet. Aber ich fand es einfach so gut. Der musste einfach rein. Zaubern ich mein. Kann, also mach irgendwas. Okay, it's advice. Yo, Digga, what the? Abracadabra! Es funktioniert! Das funktioniert wirklich! Ziegenarsch und einmal schwarzer Kater! Das war easy! Du hast es geschafft, Harry! Ich danke dir so, so sehr! Oh! Ja, also hier haben wir echt reingeschissen. Da hat der Typ mir das vorgelegt und ich so, Bro, was ist das? Bist du hungrig? Ich werde deine Milch holen, nachdem ich Elias ins Bett gebracht habe, okay? Du kannst heute bei Mama im Bett schlafen. Hallo an alle, die rübergekommen sind. Danke für eure Follows, dankeschön. Deiner Mann, du musst heute in deinem Bett bleiben, okay? Keine Geräusche, keine öffnenden Türen, keine Geschichten, Gute Nachtgeschichten, okay? Gute Nachtgeschichten. 12 Sekunden später. Es war einmal ein Babysitter. Er wollte einen Job und bekam einen. Viele Babysitter sind vorher verschwunden. Es wurde gesagt, dass wenn ein ganz besonderes Baby gebabysittet wurde, dass der Babysitter nach ein paar Tagen verschwunden ist. Digga, richtig World of Warcraft-Musik, ne? Da kriege ich richtig World of Warcraft-Vibes, Mann. Ich hätte auch wieder mal Bock auf das Game, ne? Ein bisschen reinzocken oder so. Boah, Mann, die kommen richtig bei der Mucke. Aber das hat ihn nicht weiter interessiert. Oh, der schläft schon. Perfekt, dann mache ich Emily jetzt mal was zu essen. Emily, wie bist du ins Bild gekommen? Ich habe mir vor Angst in die Hose gemacht. Das triggert mich auch extrem. Diese Halbglatze hier oben, was ist das? Bitte nicht nochmal, okay? Zum Glück heißt dein Cousin Harry Potter, was? Du, ich mag dich viel mehr als Elias, weil du überhaupt kein gruseliges Baby bist. Dein Bruder ist manchmal Vanessa, richtig gruselig. Dankeschön. Manchmal habe ich solche Angst, dass ich mir denke, okay, ich will einfach abhauen, aber naja, ich brauche das Geld halt und den Job. Hä? War da was? Geile Szene jetzt, ne? Wo er das erste Mal so ein bisschen dieser Dämon wird. Ich habe mit Absicht nichts Schlimmes gemacht, aber es wird natürlich noch kommen, Leute. Oh, was geht denn hier ab? Emily, ruhig bleiben, ich check mal da oben, was da los ist. Siehst du, das meine ich. Elias verursacht immer nur Ärger, habe ich das Gefühl. Alter, was ist denn das hier schon wieder? In meiner Stellbeschreibung stand nicht, dass ihr auf dämonische Kinder aufpassen sollen, Mann! Ach, Digga, warum habe ich immer so ein Pech? Okay, ganz ruhig. Ich gehe da jetzt rein. Ich wollte erst den Joke machen. Wer kennt ihn? Drei in den Chat, wer ihn kennt. Ich trete jetzt die verdammte Tür ein. Ja? Scheiße, Digga, was geht denn hier? Elias? Mein Lieber, ich habe das Gefühl, dass du dafür nichts kannst. Was ist denn bloß los hier? Wir beide gehen jetzt runter zu Emily und müssen Harry Potter herholen. Er scheint mächtig zu sein und dann klären wir das hier mal. Sorry, dass ich dich nochmal nerven muss, Harry. Aber mit Elias stimmt hier anscheinend irgendwas nicht. Der Junge sah gerade aus wie meine Ex-Freundin, wenn sie sauer ist. Noch schlimmer. Wie ein Dämon. Kennst du die Vorgeschichte nicht? Die sollte man dir erzählt haben, Denno. Vorgeschichte? Was meinst du damit? Soll ich euch mal eine kleine Vorgeschichte erzählen hierzu? Aufgenommen, tontechnisch wurde der Film hier in Deutschland. Dann war ich auf Kreta, da habe ich den Film geplant.
Dann war ich in Spanien. Da haben wir den Film, da waren wir im vollen Gange. Da haben wir den Film synchronisiert. Da habe ich ihn eingesprochen. So ist es halt auch bei diesen Synchronsprechernaufnahmen. Ich spreche die halt ein und sag dann halt meistens so, das passt, weil ich halt das erste Mal diesen ersten Eindruck ganz gut finde. Vor ein paar Monaten. Vor ein paar Monaten hat Elias ein neues Spielzeug bekommen. Einfach AI, ne? Das ist einfach eine AI-Stimme. Einfach ein Text, den eine AI spricht. Wie geisteskrank ist das denn? Spielte mit seiner Schwester und hatte viel Spaß. Doch nach einiger Zeit veränderte sich Elias und wurde immer aggressiver. Er fing an, bei kleinen Dingen auszurasten. Einmal voll süß, und seine, ne, Schwester anzuschreien. Haben seine Eltern denn nichts gemerkt, Mann? Das muss doch aufgefallen sein, dass er plötzlich so wütend geworden ist. Lass mich doch erstmal zu Ende erzählen, Bro. Also. Elias ist angeblich nachts aufgewacht, weil sein Spielzeug mit ihm geredet haben soll. Es ist unklar, was hier gesagt wurde. Dieses Spielzeug wird auch noch sehr, sehr interessant, weil davon gibt es ein paar mehr. Und die haben auch etwas in The Baby in Yellow, so ein Secret an sich, was noch nicht gelöst worden ist. Ich werde aber in meinem Film einfach ein bisschen Fantasie verwenden, um das Secret halt zu lösen. Aber es scheint so, als wohne ein Dämon in diesem Spielzeug. Elias konnte irgendwie mit ihm kommunizieren. Es hat ihn dazu verleitet, immer etwas Böses zu tun, wenn die Eltern verschwanden. Oha, hat er was mit... Digga, diese Augenbrauen, habt ihr die gerade gesehen? Mit den verschwundenen Babysittern zu tun, oder was? Yo, Bro, hast du die Babysitter verschwinden lassen? So einfach ist das nicht. Ich erkläre zu Ende. Nachdem klar war, dass Elias für das Verschwinden der Babysitter verantwortlich war, sind seine Eltern verschwunden. Die Eltern haben sie einfach alleine gelassen und dich angerufen. Das ist nun knapp 12 Stunden her. Nun bist du hier. Nein, das ist nicht dein Ernst, Digga. Du verarschst mich, oder? Leider nicht. Es tut mir leid. Aber sie meinten, dass sie in 3 Tagen wieder hier sind. Das kann doch nicht sein. Bitte sag mir, dass die Eltern wiederkommen. Elias hat mir erzählt, dass ihre Großmutter in 3 Tagen kommen soll. Gott sei Dank, ihre... Ja, die Großmutter, ne? In 3 Tagen. Hört mal genau zu. Die Großmutter? Wie erreiche ich sie? Gibt's einen Namen? Ich rufe die Oma sofort an. Die soll hierher kommen, Mann. Sie ist schwer zu erreichen. Die Großmutter ruht in einem Wald ohne Telefon. Oh, Mann. Und du bist dir sicher, dass die hier in 3 Tagen auftaucht? Psst. Ihr wisst es so eh, oder? So hat es Elias mir erzählt. Genau. Es handelt sich um Mr. Krabs, ist doch klar. Elias, stimmt das? Harry Bro, danke, echt. Du bist der Beste. Ohne dich hätte ich hier schon lange Riesenärger. Kein Problem denn all. Ich mach wieder mal wieder aus dem Staub. Sag Bescheid, wenn du meine Hilfe brauchst. Dicky, der hört sich so an wie ein Engländer, ne? Oder irgend so ein Typ mit Akzent, Mann. Das ist so witzig. Du weißt, ich bin dir auf ewig was schuldig. Das wird eine Side-Story. Das wird eine komplette Episode in Anspruch nehmen. Warum bin ich Elias was schuldig? Was glaubt ihr? Mach's gut, Bro. Also gut. Jetzt geht's aber wirklich ins Bett mit euch beiden. Bitte macht keinen Ärger und schlaft jetzt erstmal durch. Das Doktorspielzeug nehme ich dann erstmal an mich, damit wir heute Nacht mal ein bisschen Ruhe im Karton haben. So, jetzt rufe ich erstmal den Vater an und dann kann der was erleben. Da ist auch noch das ein oder andere mehr drin, aber dazu sage ich gar nichts. Hallo? Yo, Mann, sofort nach Hause kommen! Nein, dummes Handy. Junge, was geht denn hier eigentlich gerade ab? Oh, ich muss mich hinlegen. Ich krieg Kopfschmerzen. Die Oma. Wer ist sie? Und wie kann ich sie erreichen? Wer ist diese Oma? Hey, du. Weißt du etwas?
Was wurde da gerade gesagt? Leute, das war mein allererster Animationsfilm und ich hoffe, dass euch dieser Film gefallen hat. Lasst ein Like da, das ist ganz wichtig. 25.000 Likes haben wir gesagt, machen wir eine Serie draus. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie lange das gedauert hat zu produzieren. Wir mussten sehr, sehr viele Abläufe dafür machen und ja, ich werde auch nochmal auf diesen Film reagieren. Ich habe ihn noch nicht komplett fertig gesehen, nur noch sozusagen den letzten Schliff in Auftrag gegeben. Da steckt ein ganzes Produktionsteam hinter. Ich hoffe einfach, dass ihr mehr sehen wollt und ich sage euch nochmal danke für euren Support bis hierhin und auch nochmal vielen Dank an die Entwickler von The Baby in Yellow, die damit kein Problem haben. Leute, Dankeschön. Kuss. Die Entwickler und ich sind so... Hallo? Hä? Wer bist du denn? Und wie bist du in meine Wohnung reingekommen? Hey! Hallo? Jo, was geht denn hier ab, Mann? Was ist denn... Alter, hör auf mich zu nerven. Bro, wer bist du? Irgendwie kommt der mir... Warte mal ganz kurz. Ich hab so das Gefühl, dass du so aussiehst wie ich. Hey, hör auf, dich jetzt wegzuteleportieren, Mann. Wer bist du? Und raus aus meiner Wohnung. Ich kenne dich nicht. Leute, ich habe ein ganz großes Problem. Raus mit dir! Ah, erledigt. Also, das war gerade gruselig, Mann. Habe ich geträumt oder sah das Baby wirklich so aus wie ich? Nein! Nein, wer bist du? Oh Gott, Leute! Ist es mein Baby? Ist es mein Baby? Hashtag Denno Baby in die Kommentare, wenn ihr sagt, es ist meins jetzt. Jo, wo kommt das? Ich muss hier raus aus der Wohnung. Ich muss raus. Ich muss frische Luft schnappen, Digga. Ich pack das nicht mehr. Ich pack das nicht. Jetzt muss ich das Baby einpacken und dann auch noch Babysitten. Ich trete die Tür ein. Mann, ey. So, mein Kleiner, wie heißt du eigentlich? Du kommst jetzt erstmal mit. Ich muss das irgendwann später klären. Ich habe jetzt wieder Arbeit zu erledigen. Kann hier eh schon die Wohnung kaum bezahlen. Und jetzt bist du auch noch hier, oder was? Oh, Mann. Aber du bist ein hübsches Kind. Das muss ich sagen. Du bist echt ein hübsches Baby. Woran das wohl liegt, hä? Ja, dann gehen wir mal gucken. Stell ich dich mal Elias und Emily vor, wa? Ach, mein Kleiner. Du wirst dich freuen, wenn die... Okay, die Tür ist offen. Gucken wir mal, ob da alles... Hä? Hallöchen. Emily und Elias, ich habe hier einen neuen kleinen Freund für euch. Guck mal, das ist Denno Junior. Was guckt denn ihr so dumm? Jo, ihr sollt ihr mal los sagen. Denno Junior, alles gut bei dir? Oh, oder die Augenbrauen auch, ne? Ja, ganz wild. Ja, ich soll heute auf euch aufpassen und ich habe meinen Kleinen mitgebracht anscheinend. Also so wie es aussieht, ist das jetzt mein Baby. Ich sag dir eins, Kollege. Bist du frech zu dem? Gibt's aber sowas von den dicken Nackenklatscher. Und vielleicht gibt's auch Arschbohrer, ne? Deswegen pass auf, was du machst. Ich sag's dir ehrlich. Und du, Emily, bei dir weiß ich eh. Du machst ja keinen Mist, okay? Und du, Denno Junior? Du kannst eigentlich machen, was du willst. Du bist hier nämlich der Chef. Okay? Okay. Na gut, dann werde ich jetzt erstmal ein bisschen was zu essen machen, Leute. Ihr wisst ja, wie das ist. Als erstes müssen ja die Babys erstmal was zu futtern kriegen. Und ich mache mal hier so ein lockeres Sandwich, Leute. Ja, also müssen auch alle Zutaten müssen dann dieses Mal drauf. Und wir machen jetzt auch mal ein richtiges Sandwich, also genau wie es der Realität entsprechen würde. Noch ein Gürkchen. Ach, weißt du was, das Gürkchen, Alter. Das kannst du auch da an die Wand kleben, ey. Ist auch egal. So, und warte mal. Wir haben doch hier noch Champignons, haben wir auch noch. Oh, pack das Gürkchen in den Ofen rein oder so, Alter. Ist mir egal. Und Käse. Aber irgendwas, Leute, auf diesem Sandwich fehlt mir noch so ein bisschen. Ich würde sagen, da fehlt noch ein bisschen Käse. Aber da fehlt noch Käse. Leute, schreibt es in die Kommentare. Was fehlt auf dem Sandwich? Käse, oder? Wie würdet ihr euer Sandwich belegen? Schreibt es mal in die Kommentare. Schreibt dann so Brot, Tomate, Gurke, Käse. Und dann immer wieder das Brot. Also schreibt mal gerne, wie ihr euer Brot belegen würdet. Ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Käse drauf machen, weil da Käse noch fehlt. So. Aber am Ende des Tages, würde ich sagen, ist das Sandwich doch fast fertig, denn es fehlt noch Käse. Und da muss noch ein bisschen Käse drauf. Und dann packen wir da die Scheibe Brot drauf. Und ich würde sagen, das Sandwich ist gut. Was ist denn da passiert? Ist jetzt ein Sprung-Sandwich, oder was? Elias will ja sowieso seine Flasche erstmal. Oh Gott, die Flasche. Die Flasche, Leute. Okay. Elias, mein Lieber, bitteschön. Ja, ne? Und komm mal her, Denno Junior. Du kannst gerne das Sandwich essen. Viel Spaß damit, ne? Hör auf zu weinen, Mann. Gib keine Flasche.
Hör auf zu weinen, habe ich gesagt. Leute, der muss harte Hand spüren. Ja, das findest du gut, ne? Wenn ich so streng bin. Ja, dann gehen wir dir mal die Windel wechseln, oder? Du kannst deine Windel alleine wechseln, du Vollidiot! Hör auf zu weinen, Mann! Er lacht immer noch. Magst das, ne? Soll ich dir da unten die Windel wechseln? Hm? Elias, ist nicht witzig. Ist echt nicht witzig. Glaub mir, was mein Sohn kann, würdest du gern können. Ja. Bist du jetzt zufrieden? Perfekt. Und du, Emily? Ich hab heute mies keinen Bock auf wieder Stress. Du gehst jetzt rein und hilfst dem Denno Junior, okay? Alles. Was hast du da gemacht? Hast du das Sandwich runtergeworfen? Es ist dein Ernst, Kollege. So, jetzt gibt's auf jeden Fall erstmal eine kleine Abreibung für dich. Ich tue so, als würde ich dich jetzt ins Klo reinstopfen, okay? Aber ich mach's nicht, denn du bist mein Sohn. Ma, da geht's jetzt rein in die Toilette und... Boah, Denno Junior, da hast du aber ordentlich mal in die Toilette reingeguckt, ne? So, und jetzt tu mal so, als würdest du weinen. Nein, Bro, was war das denn, Alter? War das ein toter Käfer oder was? Du sollst weinen, Bro. Ja, perfekt. Ja, ne? Da habe ich sie mal richtig gezeigt. Ja, ja, ja. Und der geht jetzt mal erstmal direkt nach oben ins Bett und kann bei den Eltern schlafen, weil das Bett ist viel unbequemer. Ich komme da nicht rein. Warte mal kurz, Keule. Ich trete die verdammte Tür ein! So, und jetzt leg dich mal hier in das ganz unbequeme Bett. Okay, Leute, also Denno Junior, alles easy. Ach, Mann, ey, wer weint denn da? Mann, Emily. Ruhe jetzt. Ja, guck mal, ne? Das findet ihr beide gut. Also, Elias, geht jetzt ab ins Betty und dann machen wir Schlaffi gleich. Und ich will nichts hören. Ich muss nämlich gleich nochmal ganz schnell in meine Butze, okay? Also, du bleibst hier und kannst Emily nochmal gute Nachtgeschichte vorlesen. Und ich schmeiß sie ins Bett, Leute. Emily, komm ins Betty. Na komm. Ja, na los, ne? Hä? So, wie zur Hölle ist der da rübergekommen? Emily, du gehst ins Bett. Okay. Ins Bett, habe ich gesagt, Elias. Was der da im Stuhl macht, will ich gar nicht wissen. Denno Junior, wie bist du denn hier rübergekommen? Jo, du warst doch gerade im Bett, mein Lieber. Was wolltest du da denn an der Tür machen? Wolltest du den Notfallschlüssel nehmen oder was? Jo, wenn du jetzt schon laufen kannst, Bro, tu mir den Gefallen, kein Ärger, okay? Mach bitte keinen Ärger. So, ich muss einkaufen. Also bis später, Leute. Pass bitte auf die beiden Kleinen auf, okay? Die sollen keinen Ärger machen. Mach's gut, mein Bester. Leute, ich werde nicht sagen, ich bevorzuge hier mein Kind, aber ich kann das Kind auch nicht die Toilette runterspülen. Also ich bitte euch. Jetzt gehen wir erstmal in Ruhe einkaufen. Let's go. 2 Stunden später. Oh, es scheint mal alles gut gegangen zu sein. Ja. Yo. Yo, what the? Yo, was habt ihr denn hier gemacht? Alter, die ganze Bude ist voller Wasser. Oh nee, ne? Warum sitzt du da hinten auf dem Stuhl, Denno Junior? Bist du jetzt hier der Chef oder was? Ist er jetzt der Chef, Elias? Was habt ihr gemacht? Leute, was ist passiert? Wie kommt denn das Wasser hier rein? Hey, erzähl mir das mal! Oh nee, ne? Wie soll ich das denn jetzt dem Vater erklären? Okay. Ja, Denno Junior. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß hier. Also ich würde sagen, ich mache mich mal aus dem Staub. Einkauf ist erledigt? Nein, das könnt ihr selber klären. Du brauchst jetzt auch nicht weinen, Emily. Mann, ist gut. Ich repariere das hier. Liegt's an der Toilette? Ich guck jetzt. Oh, nee, ne, hier ist das ganze Wasser rausgekommen, oder? Warte mal. Oh. So, Toilette abgebaut. Jetzt muss das Wasser aber auch mal langsam weggehen. Ja, was? Nee, Emily, komm, Alter, ich schmeiß dich da gleich rein. Hier, willst du mal ein bisschen trinken? Na komm schon. Ja, weinst du immer noch? Mann, ey. Jetzt reicht's. Jetzt reicht's. Zieh aus, ausziehen. Mann, ich hab die Chance voll bei diesem Geplärre hier. So, was machen wir jetzt, Jungs? Macht mal ein bisschen Magie. Macht mal hier schwuppdiwupp, Wasser weg und zupp. Wisst ihr, wie ich mein? Bitte, Denno Junior, bitte. Kannst du das, Mann, ich dachte, du bist mein Sohn. Hilf mir doch auch mal. Komm schon. Komm schon, hab ich gesagt. Letzte Warnung. Oder ich schmeiß Elias ins Wasser. Dann ist er weg. Dann hab ich ihn tot gemacht.
Ich sag dir, wie es ist. Oh Mann, ich hab geblufft. Ich würde sowas niemals tun. Oh. Denno Junior, wenn du das jetzt hier löst, bekommst du blaue Takis. Ja, blaue Takis? Mach es weg, bitte. Hä? Das hat ja geklappt. Ja, blaue Takis. Let's go. Au, Entschuldigung. Ja, also, guck mal. Ich müsste ja dann eigentlich wieder einkaufen und blaue Takis holen, weil ich habe jetzt gerade echt keine da, ne? Ich habe gerade echt keine da. Ich habe keine da. Was machst du hier? Denno Junior, es tut mir... Lava! Oh Gott, Elias, bitte stopp, bitte Lava, stopp, bitte stopp machen! Elias, geht's dir dahin? Emily? Ja, Leute, vergiss es. Nee, brauchst jetzt auch nicht weinen. Ich leg mich jetzt selber bei Elias ins Bett. Das reicht mir. So, ich gehe jetzt hier rein und leg mich jetzt schlafen. Das war doch alles nur ein Traum, oder? Ja. Was geht denn hier ab, Mann? Alter, Elias! Nein! Elias, ich helf dir! Alles ist gut! Yo, ich hab Denno Junior in die Lava reingeworfen! Oh Gott, Leute, was soll ich tun? Okay, warte kurz. Elias, hör mir zu, du bist doch ein Dämon! Mach mir Lavaschuhe! Bro, bitte! Mach mir Lavaschuhe, bitte. Ich brauche einen Anzug oder so, irgendwas. Komm schon. Oh Gott, ich krieg einen Anruf, Leute. Ich kann jetzt nicht ans Telefon. Elias, bitte. Bitte, gib mir... Ich glaube, es hat geklappt. Habt ihr es gehört? Ich glaube, ich habe Schuhe an. Okay, Leute, wo ist mein Baby? Denno Junior, wo bist du? Hey, Denno Junior, Emily? Oh Gott, da oben ist er. Denno Junior, Bro, hör mir zu. Es tut mir leid, deine blauen Takis, ich besorg dir heute alles, was du willst, aber bitte, bitte mach die Lava weg, komm schon. Ich mach das sonst nie, aber ich versprech's, ich hol dir deine Takis. Ja, oh Gott, danke schön. Okay, ich weiß, ich hab's versprochen, pass auf, ich muss jetzt erstmal ganz kurz nach Emily schauen. Ich hoffe, der geht's gut. Oh Gott, Emily. War ja klar. Dass du wieder die Lava überlebst, hä? Du bist ja ein ganz normales Baby, richtig? Okay, passt auf. Ich will keinen Ärger. Gar nichts. Ihr hört mir jetzt alle drei zu. Ich hole jetzt die schärfsten Sachen der Welt. Naja, okay. Ich hole ziemlich scharfe Sachen, die für Babys schon mal extrem gefährlich sind. Bring die hierher und dann machen wir ein kleines Wettessen mit hier Schärfe und so. Habt ihr da Bock drauf? Boah, Leute. Elias sieht so aus, als hättet ihr da gar keinen Bock drauf. Ja, müsst ihr durch. Ich hab's halt versprochen, dann müsst ihr jetzt auch essen. Passt auf. Ich will, dass der Tisch später komplett frei ist. Ich bring richtig viel Zeug mit, verstanden? Alright, ich geh los. Oh, ich krieg einen Anruf. Ah, jetzt ist ja gerade alles gut. Mal ran, gucken wir mal. Ja, hallo, Denno hier im Apparat. Moin, Denno, ich bin's, der Vater von Elias. Wäre es schlimm für dich, wenn ich etwas später komme? Du, alles easy. Von mir aus kannst du auch noch bis zum nächsten Tag bleiben. Also ich meinte ja schon, ne, mach dir keinen Stress, kannst du ein bisschen später kommen. Wenn das jetzt erst morgen wird oder übermorgen, auch kein Problem. Ich wollte eh gleich mit den Babys noch ein paar Spiele spielen. Benehmen sich wenigstens die Kinder oder gibt es irgendwelche Probleme? Ja, du, die benehmen sich hier gut. Also danke der Nachfrage, aber alles ist bestens. Ich habe da noch eine andere Frage. Du, hast du deinen Babys schon mal irgendwie scharfe Sachen gegeben? Ja, habe ich, aber nur leicht scharfe Sachen. Also nichts Schlimmes. Ja, weil, also, keine Ahnung. Ich hatte so das Gefühl, dass da irgendwas Scharfes im Essen bei denen drin war. Und ich weiß halt natürlich nicht, wie die darauf reagieren. Ich habe jetzt noch nichts gesehen, das wollte ich von dir wissen. Ja, wenn es denen zu scharf wird, dann wird deren Kopf rot und blau. Es kann sogar passieren, dass die brennen. Roter Kopf, blauer Kopf, Feuer? Ja, Feuer, falls es zu scharf ist. Ja, okay, ja, dann passe ich natürlich auf, dass wir da keine scharfen Sachen dann nehmen, ja? Okay. Okay. Jo, mach's gut, danke dir für die Info, bis dann, ciao, ciao. Ja, also, Fadi hat erzählt, ne, dass für euch beide auf jeden Fall Krise ist. Denno, ich habe ja keine Ahnung, wie du so auf scharfe Sachen reagierst, aber am Ende des Tages ist mir das egal. Mein Bester, wenn du blaue Takis willst, hole ich die jetzt. Ich gehe los. Also, ihr wisst, was ihr zu tun habt, ne? Bis später. Macht's gut, Leute. Und wehe, hier ist wieder Wasserlava oder sonst was. Dann krieg ich ein zu viel. So. Mach den Fahrstuhl auf. Mach den Fahrstuhl auf. Los jetzt. Meine Güte.
und Abmarsch. Eine Ewigkeit später. Ich bin wieder da und hab ordentlich Takis am Start. Na, meine Kleinen, wollen wir mal die Takis auspacken? Du bist als erstes dran, Emily. Chilischote Nummer 1 und jo, Mann, Emily hat jetzt schon einen richtig roten Kopf bekommen. Dann kriegst du jetzt die zweite. Alter, was geht ab, Mann? Willst du noch eine essen? Bitte. Oh mein Gott, Leute, ich brauche ganz dringend die Feuerwehr raus hier mit dir. Okay, also Freunde, Emily hat auf jeden Fall nur 2 ausgehalten. Wer ist denn der Nächste? Elias, willst du? Die erste Tüte rote Takis. Und yo, Mann, Elias steckt die aber ganz locker weg. Alter, Bro, hast du überhaupt welche gegessen? Okay, Elias. Und yo, der kann eine Tüte rote Takis essen. Hier hast du noch eine, mein Lieber. Was ist mit deinem Kopf los? Elias, bist du auch schon alle oder was? Yo, Junge, komm. Hey, hallo, komm mal klar. Oh Gott. Leute, ich lass ihn vielleicht im... Wie soll ich das den Eltern erklären? Also, Denno Junior, bist du bereit für blaue Takis? So wie ich es dir versprochen hab. Du musst mindestens 5 Tüten essen. Nummer uno! Und, boah, Junge, der Typ, also, ich sag mal so, ne, dein Kopf passt jetzt ein bisschen zu deinem Pullover. Aber du musst noch eine Tüte essen! Und jetzt passt der Kopf sogar noch besser zum Pullover. Noch eine Tüte! Jetzt passt der Kopf sogar noch besser. Noch eine Tüte! Jetzt würde ich sagen, hast du genug? Kannst du noch eine ab? Okay, mein Lieber. Wow. Aber der Kopf passt jetzt richtig gut zum Pullover, Leute. Ey, mein Sohn brennt. Was machen wir? Mein Sohn brennt. Okay, okay. Ich habe eine Idee. Ich habe eine... Ja, ja, ja. Spülung. Wow! Ich hab meinem Sohn die Haare gefärbt. Jo, was geht ab? Einfach Rezo, der YouTuber. Digga, wie gut. Leute, lasst ein Like da, wenn ich mir auch mal die Haare blau färben soll. Okay, Freunde, ich hab jetzt ein großes Problem. Also, ich hab jetzt ein Kind, was blaue Haare hat. Digga, ich bin überfordert. Was soll ich sagen? Alter, was geht? Du weißt, wo du jetzt hin musst, oder? Oh, was ist das denn? Ich probier's mal. Leute, ich muss meinem Kind jetzt irgendwie die blauen Haare da wegmachen. Okay, gucken wir mal, was passiert. Können wir das vielleicht abwaschen? Na, macht das Spaß? Denno Junior? Okay, Leute, das hat auf jeden Fall auch nicht geklappt. Ich würde sagen, du, dann ist das nicht länger mein Problem. Wir fahren mal die Leiter hier ein bisschen runter. Denno, ich muss dich leider jetzt wegbringen. Ab in die Bude hier oben. Du kommst mir erst wieder runter, wenn deine Haare normal sind. Haben wir uns da verstanden? Jo, Digga, einfach Avatar geworden, ne? Was soll ich sagen, ey? Ja, ich würde mal sagen, die Babys haben auf jeden Fall genug von mir heute. Und Schärfewettessen, Digga, auf ganz locker. Elias, mein Lieber. Hier, war eben ein bisschen scharf, ne? Soll ich auch mal einen Taki probieren? Okay, ich mach. Ich probiere auch einen Taki, okay? Alles klar. Trink mal einen Schluck. Ja, soll ich einen Taki probieren? Ja, probiere ich mal einen Taki, ne? Okay, Leute, ich fass rein. Ich hole mir jetzt einen Taki raus. Ich habe extra einen Handschuh angezogen. Alter, Digga, das ist so eine Soße hier. Oh, hell no. Okay, 3, 2, 1. Boah, Digga, das knallt. Alter. Oh, shit, es kommt. Alter, nee, ne? Ey, Digga, das geht klar. Wenn jetzt nichts mehr kommt... Nee, Digga, das war's. Das war's. Ey, Bro, die Takis sind nicht scharf. Easy. Ich schwör's ehrlich. Ich wusste nicht, dass ich so schärferesistent bin. Guck mal hier. Da steht Extreme drauf. Wie viel Scoville haben die? 10, 15.000? Schärfer als Tabasco-Soße? Easy. Ich dachte echt jetzt, es hat sich gerade so schnell aufgebaut, war komplett easy für mich. Ja, Kinder, was soll ich sagen, ne? Ich bin halt der Papa und ich kann die Takis natürlich am besten ab. Easy. Elias, freust du dich immer noch? Freust du, dass ich Takis gegessen habe? Dachtest du, ich habe jetzt ein Kreislaufproblem, hm? Mein Lieber? Hast du gedacht, Denno geht jetzt drauf, ne? Mein Lieber, ab ins Bett hier. Zeig dir gleich, was passiert. Na, Emily, willst du auch mal ins Bett gehen? Denno, wir schnacken gleich nochmal, ne? Ja, geh mal ins Bettchen. Ja, ja, dachtest du auch, ne? Ich krieg Kreislauf von den Takis, stimmt's? Ja. Meine Lieben, ich wünsche euch was. Ich gehe da mal mit Denno Junior los. Digga, die werden jetzt so hops genommen. Denno Junior, ich bin dein Papa. Hast du mich lieb?
Dann lass die Lava jetzt steigen. Gib mir Lavaschuhe, lass die Lava steigen und dann sind die RIP, die beiden. Sehr schön, mein Kleiner. Ja, genau so. Die Bude ist auf jeden Fall hops. 12 Sekunden später. Okay, mein Lieber. Du, vielleicht nicht so schnell. Ich muss ja hier auch noch rauskommen. Bro, warte mal ganz kurz. Oh Gott. Wir sind in der Lava drin, richtig? Richtig? Okay, mein Lieber. Du kannst noch ein bisschen hoch. Perfekt. Viel Spaß. Bis dann. Oh, mein Lieber, ne? Gehen wir mal lieber nach Hause. Ich würde sagen, Leute, Feierabend.